Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man eine automatische Ausrüstungsstation bauen kann, die ihr hier seht. Und die ist ziemlich cool. Ihr müsst nämlich einfach nur auf die Druckplatte laufen und werdet dann mit allen möglichen Sachen ausgerüstet. Zum Beispiel kriege ich jetzt hier eine volle Diamantrüstung, ein Diamantschwert und die Effekte Stärke und Feuerresistenz. Und das ging alles ziemlich schnell und ist ziemlich einfach zu bauen und deswegen zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. So, das erste, was ihr braucht, sind Dispenser und eine Druckplatte. Und da braucht ihr noch so am besten diese Stahlstäbe. Ihr könnt aber auch Scheiben benutzen, theoretisch, aber ich finde die Stahlstäbe eigentlich cool. Oder wie auch immer die heißen, Iron Bars. Dann braucht ihr noch Redstone, Redstone-Fackeln und irgendeinen Block. Und am besten eine freie Ecke, wo ihr das Ganze machen könnt. Das erste, was ihr tut, ist, ihr stellt erstmal einen Dispenser mit dem Loch nach oben quasi auf den Fußboden. Und da oben drauf kommt dann die Druckplatte. Das ist jetzt quasi die Station, wo das, wo das alles stattfinden wird. Dann stellt ihr einmal davor drei Dispenser übereinander, die jeweils mit dem Loch zu der Druckplatte zeigen, und dann daneben in der Ecke auch nochmal welche. So, dann braucht ihr irgendeinen Block, ich nehme jetzt doch mal einen anderen, der ein bisschen hübscher vielleicht aussieht, der hier hinkommt, und da stellt ihr dann die Eisengitter ran. Das sorgt dafür, wenn ihr jetzt oben zum Beispiel einen Trank drin habt, der geworfen wird, der muss ja auch in eurer Nähe zerplatzen quasi, und der würde jetzt an den Eisengittern zerplatzen und dafür sorgen, dass ihr den Effekt halt bekommt. Und ihr könnt da oben zum Beispiel keine Rüstung reintun. Die Rüstung muss nämlich auf Spielerhöhe sein, damit ihr sie direkt anzieht. Ihr könntet die Rüstung quasi oben drinne haben, würdet sie dann aber nur aufsammeln und müsstet die selber noch anlegen. Und das ist ja ein bisschen blöd. Und ja, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen mit Redstone arbeiten. Und zwar macht ihr jetzt unter diesen Dispensern einmal zwei Blöcke weg und unter diesen hier auch. Und da legt ihr dann ganz einfach Redstone hin. Und dieses Redstone zeigt jetzt quasi in diesem Block hier. Und da stellt ihr dann eine Redstone-Fackel drauf. Und das gleiche hier auch nochmal. Und auf diese Redstone-Fackel kommt dann nochmal ein Block. Und an diesem Block ran stellt ihr dann noch eine Redstone-Fackel. Und dann könnt ihr über diese Redstone-Fackel nochmal einen Block setzen. Und dieser ist dann auch direkt am obersten Dispenser dran. Und das sorgt jetzt dafür, wenn ich auf die Druckplatte gehe, dass alle Dispenser gleichzeitig ausgelöst werden. Wir haben jetzt einmal den unteren, der wird direkt durch die Druckplatte ausgelöst. Und einmal die anderen drei, die werden dann dafür oder dadurch ausgelöst, dass diese Fackel gepowert wird. Das bedeutet, sie geht aus. Und wenn diese ausgeht, geht die da über an. Und die powert dann diesen hier und diesen. Und gleichzeitig auch noch diesen Block, der dann den obersten auch noch powert. So, das Ganze müsst ihr jetzt noch auffüllen mit den Sachen, die ihr haben wollt. Ich mach mal wie im Beispiel mit Rüstung und einem Schwert erstmal. Das Schwert mache ich mal ganz nach unten und wie gesagt, die Rüstung muss auf Spielerhöhe sein. Also in diesen beiden oder in diesen beiden. Oder eben in dem untersten, aber da habe ich ja jetzt schon das Schwert drin. Und ganz oben macht ihr dann die Tränke rein und die werden dann, also es ist wichtig, dass es Wurftränke sind, damit der Dispenser sie auch richtig werfen kann. Und die werden jetzt quasi geworfen, springen dann gegen diesen gegen dieses Eisengitter und werden dementsprechend ausgelöst und weil ihr eben in der Nähe quasi davon seid, kriegt ihr dann auch den Effekt. Ich nehme nochmal Regeneration einfach dazu, zack. So, dann, achso, ich habe mich schon komplett wieder ausgezogen und dann trinke ich hier nochmal Milch, damit der Feuerresistenztrank weggeht. So, und jetzt könnt ihr einfach darauf zulaufen und werdet dann komplett ausgerüstet und kriegt die Effekte. Es geht eben super schnell, ist super einfach und ja. Das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, dann schreibt mal Hashtag Ausrüstung in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich, ihr könnt das irgendwie in eurer Welt verwenden. Und ja, noch einen schönen Tag, haut rein und ciao.